Eines hat Putin ziemlich klar gemacht, er will vor allem die Stellung des Dollars als Weltleitwährung attackieren. Das hat er sehr klar formuliert, als er gefordert hat, dass russisches Gas nur noch in Rubel bezahlt werden kann und soll. Nun ja, inzwischen ist so eine Kompromisslösung entstanden. Die ausländischen Käufer, die bezahlen nach wie vor in Euro oder in Dollar, aber auf ein Rubelkonto, dann wird das in Rubel umgewandelt. Naja. Ob das der große Durchbruch ist, sei mal dahingestellt. In diesem Video will ich aber mal ein paar Fakten zeigen. Wie stehen eigentlich die Chancen Putins, den Dollar als Weltreservewährung wirklich anzuschießen? Hat er da eine gute Chance oder eine schlechte Chance? Wie stehen da die Dinge? Gestern hatte ich ja ein Video gemacht, warum ein Embargo Putin richtig wehtun wird oder richtig wehtut. Sehr zur Begeisterung der Putin-Anhänger und Putin-Versteher. Die haben geradezu wieder mal himmlisch applaudiert, wofür ich mich herzlich bedanke. Und Putins Attacke auf den Dollar, die ist sehr, sehr klar, sehr, sehr eindeutig und klar formuliert. Wie sind die Chancen? Wir wollen uns das Ganze mal anschauen. Zunächst hat sich der Rubel ja erholt seit Beginn des Crash, kann man sagen, durch den Ukraine-Krieg, durch die Ukraine-Invasion. Dann die Zinsanhebung, verschiedene Maßnahmen, auch von Putin, verbale wie auch Zwangsmaßnahmen, dazu mehr. Im Grunde sind wir jetzt mehr oder weniger dort, wo wir vor dem Ukraine-Krieg gestanden haben. Ist das ein Zeichen der Stärke für Putin und den Rubel? Schauen wir mal. Schauen wir zunächst mal, wie sieht es denn aus mit der Kraft der russischen Wirtschaft? Also, wenn ich eine Weltleitwährung anschießen will, wenn ich also einen Währungsraum anschießen will, dann brauche ich normalerweise ja irgendeine Alternative. Ich muss ja irgendwie etwas anderes anbieten, wenn ich sage, ich attackiere jetzt den Dollar, dann muss ich eine Alternative haben, eben eine andere Währung, einen anderen Währungsraum. Irgendwas muss ich aus dem Hut zaubern. Hier sehen wir mal Kaufkraft bereinigt, das globale BIP. Da hat China einen Anteil von knapp 19%, dann kommen die USA knapp 16%, dann kommt Indien 7%, Japan 3,9%, Deutschland 3,3%. Russland 3,08%, also Russland hinter Deutschland. Wenn wir uns jetzt mal nominal das BIP anschauen, dann sehen wir Russland an 11. Stelle mit einem BIP von 1,478 Billionen. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was Deutschland hat. Deutschland mit etwa 3,8 Billionen und das bei einem Bevölkerungsunterschied Russland 140 Millionen, Deutschland 80, 83 Millionen. Beide Gesellschaften sind übrigens relativ deutlich schrumpfend, auch die russische, das dürfte auch in diesem Krieg eine gewisse Rolle spielen. Wir sehen also, Russland ist jetzt nicht wirklich ökonomisch so das Riesending, trotz seiner großen Bevölkerung, trotzdem ist das größte Land flächenmäßig der Welt ist, aber der Anteil Russlands am globalen BIP dürfte Kaufkraft bereinigt und da sieht Russland ja noch besser aus als nicht Kaufkraft bereinigt, also nominal, dürfte weiter deutlich zurückgehen. Das sehen wir hier in dieser Grafik. Wir sind aktuell so bei, naja, 3,0 irgendwas Prozent, 3,1%. Wir dürften dann in einigen Jahren bei 2,6% sein. Das heißt, das sind Prognosen vom IWF. Das heißt, die Bedeutung Russlands in der Welt dürfte nochmal ein kleines Stück zurückgehen. Jetzt kommen wir mal zum Dollar. Wie steht der eigentlich da? Wir sehen, die Stellung des Dollars ist nach wie vor unangefochten, Anteil an Devisenreserven knapp über 60%, Tendenz leicht zurücklaufend. Aber was kommt dann? Dann kommt lange gar nichts, dann kommt der Euro, dann kommt der Yen, dann kommt der Yuan und das britische Pfund. Nicht zufällig taucht der Rubel hier überhaupt nicht auf, aber es ist ein Riesenabstand vom Dollar zu anderen Währungen. Der einzige, der da anstinken kann noch ein bisschen, ist der Euro. Das gilt auch für den Devisenhandel. Fast alles, was gehandelt wird an Devisen gegeneinander, wird eben auch über den Dollar letztendlich abgewickelt. Nur der Euro kann da eine gewisse Rolle spielen und ein bisschen der Yuan, aber auch mit weitem Abstand weit unter 10%. Wir sehen also eine ziemlich starke Dominanz des Dollars. Wir sehen hier mal die internationalen Rentenmärkte, mithin also die Anleihemärkte. Sprich, die Staaten verschulden sich ja entweder in der eigenen Währung oder eben sehr oft und allermeistens in Dollar. Das hat übrigens auch Russland gemacht. Hier sehen wir mal
die Bedeutung des Dollars für die Rentenmärkte, dann kommt lange nichts, also fast 70% oder 65% Dollar, dann haben wir den Euro bei knapp über 20% und dann der Yen, der nur deshalb hier eine Rolle spielt, weil die Japaner eben sich massiv verschuldet haben in Yen. Wir sehen bei den Kreditmärkten, also das, was Unternehmensanleihen vor allem betrifft, ist der Dollar auch mit weit über 50% dominant, der Euro knappe 30%, dann kommt der Yen, der Yuan wie auch der Rubel spielen hier gar keine Rolle. Das Problem also, das Putin hat, wenn er den Dollar anschießt, was will er denn dann dem entgegensetzen? Er hat keine Alternative zu bieten, denn der Rubel ist diese Alternative nicht mal der Yuan ist diese Alternative. Das ist schon mal ein richtiges Problem. Hier sehen wir nochmal Anteil an Devisenreserven. Ja. Anteil an internationalen Zahlungen, da kann, wenn überhaupt, der Euro eine gewisse Rolle spielen und vielleicht noch der Yen, das ist hier in diesen anderen auf der rechten Seite mit enthalten. Also es ist durchaus so, dass die Stellung des Dollars nach wie vor extrem dominant ist, da muss also viel passieren, dass hier der Dollar angeschossen wird. Und die Message haben natürlich auch die Amerikaner verstanden, dass Putin den Dollar anschießen will. Und da hört der Humor auf, wie die etwas unfreundliche Behandlung von Saddam Hussein durch die Amerikaner zeigt, der ja Ähnliches wollte. Der wollte ja letztendlich, dass der Dollar nicht mehr für Öl eingesetzt wird oder für Bezahlungen von Öl. Jetzt sehen wir den Dollarvorteil bei globalen Währungen in SWIFT-Zahlungen. Sehen wir, da ist, wenn überhaupt, der Euro in der Lage und vielleicht sogar schon dabei, den Dollar fast zu überholen. Also das ist schon ein Faktor und da kommt mit weitem Abstand der Yuan, Renminbi. Also auch das keine wirkliche Größe. Und wir sehen, die Yuan-Internationalisierung ist ins Stocken gekommen. Es ist offenkundig nicht mal im Interesse der chinesischen Führung jetzt, den Yuan als Alternative zum Dollar aufzubauen. Erstens wird er nicht frei gehandelt. Würde er frei gehandelt, würde Peking so ein bisschen auch die Kontrollfunktion verlieren, würde das nicht mehr so ganz engmaschig kontrollieren können. Dann sind zum Beispiel Rückabwicklungen, wenn ich in Euro zum Beispiel in Yuan investiere, dann habe ich es schwer, von Yuan wieder in Euro zu kommen. Das sind alles Hinderungsgründe, warum der Yuan nicht wirklich eine große Rolle spielt, obwohl die Bedeutung der USA in Sachen Weltwirtschaft zurückgeht. Hier sehen wir das ganz klar. Und die Bedeutung Chinas am Welthandel deutlich hier zunimmt, an der Weltwirtschaft deutlich zunimmt. Also das ist entgegengesetzt, USA steigen ab, China dürfte noch weiter aufsteigen. Und China gewinnt auch durchaus weiter Marktanteile am Welthandel. Wir sehen, dass die Eurozone beim Welthandel mit Abstand hier am wichtigsten ist. Also es ist schon so, dass der Westen, dass vor allem die Amerikaner tendenziell unbedeutender werden. Ganz klar, mit über 300 Millionen Leuten, das ist nicht allzu viel im Vergleich zu den Chinesen, die ja knapp 1,4 Milliarden auf die Waage bringen. Aber der Yuan ist eben keine wirkliche Gefahr für die Dominanz des Dollars. Da hatten wir einen Artikel meines Kollegen, der in China lebt, als deutscher Geschäftsmann, der sagt, es ist nach wie vor weit, weit entfernt, dass der Yuan in irgendeiner Form da eine tragende Rolle spielen kann und auch soll. Peking strebt das nicht mal an, so wie es aussieht. Also wo ist die Alternative, wenn Putin den Dollar anschießt? Der Rubel ist schlichtweg dafür nicht geeignet, dafür ist diese Währung nicht wirklich auch rein technisch derzeit in der Lage. Und klar, wir zahlen nach wie vor in Euro oder in Dollar Gasrechnungen und das wird dann umgewandelt. Okay, also wo ist der Benefit des Rubel? Das kann man noch nicht sehen. Aber schauen wir uns mal die wichtigsten Handelspartner an. Dann sehen wir hier mit Abstand wichtigste Handelspartner nach wie vor die Europäische Union. Hier dunkelblau ist der Balken im Jahr 2013 und heller hier, also hellblau, ist 2020. Wir sehen, dass der Anteil schon deutlich zurückgegangen ist. 2013 noch fast 40%, jetzt nur noch 33,7%, während China deutlich zugenommen hat, was die Exporte betrifft, von 4,irgendwas% auf 14,7%. Aber das bedeutet, dass nach wie vor Russland deutlich mehr als das Doppelte exportiert in die EU, in die Europäische Union, als nach China. Dann kommt Niederlande, ist hier nochmal extra aufgeführt, Vereinigtes Königreich und so weiter. Und auch bei den Importen, auch wenn hier
der Anteil aus der Europäischen Union zurückgegangen ist, ist er nach wie vor größer als die Importe Russlands aus China. Das ist zunächst mal ein interessanter Fakt. Natürlich hat Putin schon seit Jahren versucht, hier die Bedeutung des Dollars im Handel Russlands runterzufahren. Das ist ihm gelungen. So war im zweiten Quartal 2018 etwa der Anteil in Dollar bei Außenhandelstransaktionen Russlands noch knapp 55%, dann wenig später im Jahr 2019 waren es nur noch 50%. Also Putin hat versucht, das systematisch runterzufahren, hat die Goldreserven nach oben gefahren, also ist schon länger dabei zu versuchen, den Dollar anzuschießen. Aber er hat ein Problem, das ist sozusagen das, was ein Kreditgeber und ein Kreditnehmer hat. Wenn du sehr große Schulden hast bei einer Bank, dann hat die Bank ein Problem. Wenn du wenig Schulden hast bei der Bank, dann hast du ein Problem, könnte man sagen. Jetzt ist es eben so, dass Deutschland und vor allem die EU ein riesiger Handelspartner ist, nach wie vor. Eben für die Russen im Jahr 2020 37,3% des russischen Außenhandels geht in die EU, aber nur 4,8% des Außenhandels der EU geht nach Russland. Und wenn man da den intraeuropäischen Handel mit berücksichtigen würde, dann wären es weniger als 2%. Das heißt, wenn wir jetzt diese Sanktionen erlassen haben, dann trifft das natürlich deutlich Russland stärker, denn das, was sozusagen uns an Export nach Russland wegbricht, ist deutlich weniger, als was Russland an Export in die EU wegbrechen wird. Das ist ein gewisses Ungleichgewicht, was wir hier erkennen können. Und jetzt sagen ja auch die Putin-Liebhaber, ja, ihr seid richtig sozusagen gelackmeiert jetzt, denn Putin wird sein Gas mal eben dann nach China und woanders hin verschicken. Okay, richtig guter Punkt, allerdings leider nicht sehr realistisch, denn wir sehen hier, wohin hat Russland sein Erdgas exportiert im Jahr 2020? Deutschland mit Abstand die Nummer 1, 42,6. Ich glaube, das sind Kubikmeter, Tonnen, keine, ich bin Physik, fragen Sie mich nicht, oder Chemie, das ist nicht meins. Aber schauen wir mal hier, Deutschland 42,6, Italien 29,2, dann kommt Belarus mit 18,8 und 9,2, ziemlich weit hinten, noch hinter Polen. Das wird sich vielleicht inzwischen geändert haben, dass China Polen überholt hat mit 9,2. Aber Fakt ist, dass Russland viermal so viel Gas nach Deutschland exportiert als nach China. Also praktisch den potenziellen Nachfrageersetzer, wenn die EU wegfallen würde. Wir beziehen jetzt insgesamt, nämlich die EU, etwa ein Viertel unseres Öls aus Russland, weswegen wir Öl deutlich einfacher ersetzen könnten als russisches Gas. Das nur am Rande. Aber okay, wir haben gesehen, der Export von russischem Gas nach Deutschland sehr, sehr bedeutsam, mit Abstand das wichtigste Exportziel russischen Gases. Und hier sehen wir nochmal die Pipelines, die in Russland der Fall sind. Und wir sehen, ja, da gibt es eine Pipeline nach China, die über Kasachstan dann runterläuft. Aber die Infrastruktur ist nicht da. Die Infrastruktur ist nach wie vor völlig auf den Westen ausgerichtet. Man kann das dann umleiten über Pipelines, was Zeit und vor allem Kosten verursacht. Und auf der anderen Seite, das werden wir gleich sehen, die Chinesen eben inzwischen deutliche Rabatte verlangen. Also es ist nicht so, dass ich mal eben das Gas, das nach Deutschland geht, mal eben ganz entspannt umleite nach China. So leicht ist das nicht. Das hat logistische Probleme, das hat Kostenprobleme. Das ist schlichtweg so, dass in Westsibirien eben die Ölfelder fast nur direkt an die westliche Infrastruktur angeschlossen sind, nicht nach China angeschlossen sind, was geografisch ja auch Sinn macht. Hier sehen wir übrigens mal, wie stark auch die russische Wirtschaft vom Ölpreis abhängig war und ist. Zumal eben lange der Gaspreis ja an Öl gekoppelt war. Also man ist von Öl und Gas natürlich extrem abhängig. Das ist schon ein wichtiger Exportschlager, der jetzt wegzubrechen droht. Zumindest droht der mit Abstand größte Kunde, sich zu verabschieden mit der EU. Hier sehen wir mal die Entwicklung der deutschen Rohölimporte insgesamt und droht hier aus Russland. Da sehen wir, es ist jetzt nicht unbedingt steigend, sondern tendenziell fallend, wie eben auch die Importe von Öl aufgrund auch der technologischen Transformation, die wir hier machen, natürlich, Stichwort grüne Energie, natürlich latent rückläufig ist. Jetzt nochmal zu dieser ganzen Geschichte mit russischem Öl. Wir sehen hier Ural, das ist das russische Öl,
Mit einem massiven Discount von derzeit etwa 35%. Gestern hat der Trafigura nochmal gesagt, wir haben jetzt Uralöl so günstig verkauft wie noch nie, mit dem größten Abstand zu Brent. Und wir sehen, dass auf der anderen Seite saudisches Öl, dass die hier massive Aufschläge jetzt inzwischen verlangen, weil viele eben die Sanktionen der EU fürchten oder auch der Amerikaner fürchten und deshalb eben dann auf arabisches Öl ausweichen. Jetzt haben die Russen Produktionskosten, die natürlich geringer sind als dieser Preis, den sie hier einnehmen. Klar, sie machen damit immer noch Gewinn, aber sie verdienen dann doch deutlich weniger Geld. Die Marge wird deutlich schwächer. Und jetzt kommt hinzu, dass die Amerikaner beginnen natürlich ein bisschen dagegen zu schießen, gegen diese Attacke auf den Dollar. Jetzt hat etwa die USA den Russland untersagt, auf Dollars zuzugreifen, die russische Banken bei amerikanischen Banken haben, nämlich 600 Millionen Dollar. Das sollten jetzt Anleihen bedient werden. Und jetzt muss Russland, so hat es auch klar ein Sprecher gesagt aus den USA, muss entweder aus seinen bestehenden Dollarreserven, die man noch hat, das nehmen oder aus den direkten Einnahmen, etwa durch Öl- oder Gasverkäufe. Also da versucht man sozusagen Russland weiter zu attackieren. Und das Problem, das ich für Putin sehe, ist, er ist derzeit nicht mehr in der Lage, die Ukraine zu besiegen und legt sich jetzt mit einem Gegner an, der natürlich jetzt in seinem Innersten getroffen werden soll, nämlich in der Weltleitwährung. Und der sich jetzt, oder der, wie insgesamt der Westen erkannt hat, dass es jetzt um etwas geht, der sich zusammenreißt, der nicht so verweigert ist offenkundig, wie der eine oder andere vielleicht in Moskau gedacht haben mag. Also jetzt ist schlichtweg die Dominanz des Westens gefordert und der Westen scheint sich jetzt zusammenzureißen und zu sagen, okay, jetzt geht es um die Wurst und jetzt schlagen wir auch zurück, jetzt sind wir auch bereit, notfalls Opfer einzunehmen oder Opfer zu bringen für diese Rolle. Nach wie vor sind die Amerikaner militärisch massiv überlegen, auch wenn natürlich die Russen auch die Atombombe haben, was diese ganze Geschichte ja so gefährlich macht. Aber die Frage, die man stellen muss, welche Chance hat Putin wirklich, den Dollar hier anzuschießen, wenn auf der einen Seite ihm sein größter Kunde hier erstmal wegfällt, den er so schnell nicht ersetzen wird können mit der EU, wenn auf der anderen Seite dieser Krieg weiter andauert, mit den Sanktionen weiter andauert, selbst wenn wir da einen Waffenstillstand haben, dürfte Putin weiter der Geächtete bleiben, solange er an der Macht ist. Das wird für Russland eine schwierige Geschichte. China muss das auffangen. China wird sich da aber die Leckerbissen sichern zu sehr günstigen Preisen. Da kennen die Freunde aus Peking gar nichts. Und jetzt zwei Artikel, meine Damen und Herren, die ich noch hier Ihnen zur Abstimmung oder zum Lesen hier empfehlen möchte. Wie der Rubel die große Abwertung wettgemacht hat, erfolgt durch Zwang. Und diese Rubelaufwertung ist nicht nur ganz freiwillig passiert, da sind auch einige Herrschaften gezwungen worden, vor allem russische Herrschaften, in Rubel zu tauschen. Das sehen Sie in diesem Artikel. Und dann nochmal, warum es für die USA um so viel geht jetzt mit dieser Attacke auf den Dollar und warum sie deshalb auch ziemlich heftig zurückschießen werden, was diesen Konflikt in der Ukraine, was diesen Krieg in der Ukraine so gefährlich macht als globalen Konflikt. Rohstoffe gegen Rubel, was das für die Weltleitwährung US-Dollar bedeuten würde, das trifft die Amerikaner ins Mark. Diese beiden Artikel, der untere ist von Hannes Zipfel, hatte ich schon zweimal empfohlen. Er ist so gut, dass ich ihn ein drittes Mal empfehle, weil er in diesem Kontext hervorragend passt. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.